So, hallo, liebe abwesende Stream-Zuschauer, ihr Kellerkinder. Ich nehme das hier kurz für euch auf, damit ihr das mitkriegt, weil das ist, im Spiel gibt es nicht viel Story, aber ein wenig gibt es. Wir haben jetzt Daten, die Sunbeam hat sich endlich gemeldet. Sie ist im Anflug, da oben rechts seht ihr das, in 2 Minuten ist sie da. Und da soll ein Landeplatz sein. Oh, hey, blub, plötzlich eine Insel. Das ist die unsichtbare Insel, die ist hinter einer Verschleierung, die erst verschwindet, wenn man sich ihr nähert. So wie da, wo Wonder Woman wohnt. Eritrea oder was das war. Und guck mal, was da ist. Ein großer Turm. Was machen wir mit dem? Erstmal entsteigen wir unserem Randall dem Zweiten. Unsere süße kleine Wolke von Yoshi's Story in Melee. Wir gehen hier an den Platz und gucken uns das Ding an und warten, ne? Schön hier. Was haben wir in der Zwischenzeit gemacht? In der Zwischenzeit haben wir unsere Base ausgebaut. Wir haben die ganzen Kapseln haben wir abgegrast und geguckt, was mit den Überlebenden passiert ist. Es gibt keine Überlebenden mehr, wir sind die einzigen. Es gab schon mal eine Expedition hierher, die Degassi-Expedition, die natürlich fürchterlich schief ging. Und die der versteckte wahre Grund war, warum hier überhaupt die Aurora hingeschickt worden ist. Eigentlich sollten wir ein Facegate bauen und hatten dafür auch alles dabei. Aber der militärisch nachrichtendienstliche Grund war, um rauszufinden, was der Degassi Crew passiert ist. Das haben wir mittlerweile auch. Die waren auch hier gestrandet. Die wurden von irgendwas abgeschossen. Und die haben dann diverse Basen errichtet, eine auf einer Insel, eine unter dieser schwimmenden Insel, eine ganz tief unter dieser schwimmenden Insel. Aber gut lief das für die nicht. Nach und nach waren sie dann alle weg und tot. Die Loks gehen wir noch gemeinsam durch. Und damit hätten wir es. Also jetzt haben wir es ja endlich hinter uns. Nach all diesen schweren Zeiten kommt jetzt endlich die Sunbeam und holt uns ab. Und wir genießen. Excuse me. Das klingt nicht gut. Survivor, we see you. Ehrlich? Man, I don't know how you held out down there. We broke an atmosphere and we're descending towards the landing site. Maybe don't, nein. Okay, das finde ich gut. Nehme mich einfach mit heim. Haltet einfach ein Seil raus, ich hänge mich fest. No. Ich komme hier nie weg. Du Motherfucker. Guck mal, wie viele Planeten hier in der Atmosphäre sind, ne? Gehen wir davon aus, dass das unser Heimatplanet ist und hier 4546b nur ein Mond ist. So schnell wie wir uns da rumdrehen. Das ist toll, danke dafür, ne? Ist ja nicht so gut gelaufen jetzt. Gucken wir uns die ganze Sache mal an. Mit. Ich glaube, brauchen wir auch. Scans indicate this structure is composed of a metal alloy with unprecedented integrity. No match is found in database. Performing structural analysis.
Ein sehr hartes Gebäude. Oder sie auch eine Knarre. Hätte ich gern einen Halfter, würde ich mitnehmen. Unknown language. Attempting translation. Festkörpercomputer. Okay. Das half ja sehr viel in unserer Informationsbeschaffungsmaßnahme. Yay! Ion Cube! Diese grüne mineralische Substanz hat keinen Eintrag im Periodensystem und die beispiellose Fähigkeit, riesige Mengen ionischer Energie zu speichern. Wahrscheinlich künstlich hergestellt. Die Würfelform zeigt, dass es aus einem größeren Vorkommen herausgeschnitten wurde. Jeder Würfel hätte das Äquivalent an ionischer Energie von 5 Kilotonnen TNT. Das ist viel. Das ist richtig, richtig viel. Das ist, kleine Atombombe. Unter den passenden Bedingungen kann die Energie kontrolliert freigesetzt werden, wurden wahrscheinlich als Batterien verwendet, bräuchten aber eine enorme Energiequelle zum Aufladen. Analysis of the patterns on the walls cannot ascertain whether their purpose is aesthetic or functional. Further data required. Don't have further data. Was lassen wir denn hier? Das Sample will ich mitnehmen, aber jetzt ist es verfault. Brauche ich es aber eh nicht mehr. No! Ach, you motherfucker, du solltest es fallen lassen und nicht essen. Du sollst auch keine verfaulten Sachen essen, du Spast. Ich verdürste dich auch schon halb. Okay, mach mal. Schema der Vollstreckungsplattform, das ist ja auch schon ein Name. Your best probability of interfacing with this facility is achieved by accessing the control room in the lower section. Das ist praktischer, das ist echt ein effizienter Fahrstuhl. Und das ist mal ein Mondpool, hä? Ja, das ist ein Trockendock. Junge, Junge. Kannst ja quasi mit dem ganzen U-Boot reinfahren. Ich muss mich beeilen, sorry, weil ich sonst verdurste. Ich habe nämlich kein Wasser mit dabei. Machen wir alles zu seiner Zeit. Ach, ich kann ja draußen Bulbo-Früchte essen, das ist ja dann okay. Fremdes Gerät. Weltwärtig. Das kann zeigen, dass dieses Gerät genug potenzielle Energie enthält, um den gesamten Planeten und den Großteil des Planetensystems zu vernichten. Glücklicherweise hat es eine Fehlfunktion. Jesus Christ. Die sind ja wie wir Menschen. Umso mehr Bumm eine Sache machen kann. Kurz gucken, ob hier irgendwo irgendwas ist.
zum Aufsammeln mitnehmen. Ansonsten ist es gleich Storytime. Dann müssen wir gleich eh raus. So, jetzt schalten wir die Scheiße hier ab, damit das nächste Schiff uns heimbringt. Bist du behindert? The control panel is broadcasting a message. Translation reads: Warning, infected individuals may not disable the weapon. This planet is under quarantine. Aye, Corona. Translating background broadcast. Downloading summary to data bank. Ich bin infiziert. Bacterial infection in your system is progressing. Detecting skin irritation and immune system response. Further data required to identify bacterial strain. Great. Ja, selbst im Spiel kann ich im Corona-Shit nicht entrinnen. Ich bin ja jemand, der seine Privatsphäre sehr schätzt und dass mir hier einfach meine medizinischen Daten und mein Krankheitsfall jetzt einfach so rausposaunt wurden und überhaupt und das Ding mich ohne zu fragen einfach untersucht hat und meine DNS genommen hat und überhaupt, das geht niemandem was an. WTF, ich bin outraged. Achso, ja, außerdem, dass sie ein ganzes Rettungsschiff kaputt geschossen haben. Das war auch nicht so cool. Knarre, gimme Gun. I want that gun. Aufgrund seiner starken Ähnlichkeit mit menschlichen weichen Lebensgegenständen kann ein humanoiden Benutzer entworfen worden sein. Das ist unglaublich, wie fremdlich ist das? Kann nicht ohne weiteres aus dem Behälter genommen werden. Was ist denn weiteres? Ich mache gerne weiteres. Hallo? Warum kann ich den Bogen noch nicht anschalten? Scheiße. Geht vielleicht erst, wenn ich angefangen habe, mich zu, weiß ich nicht, zu heildingsen. Jetzt muss ich aber gucken, dass ich hier rauskomme. Ansonsten verdurste ich echt. Das wäre ganz böse Kaga. Komm, wir gehen den ganzen Weg. Ne, Moment. Da oben wollen wir doch gar nicht lang. Ich will hier lang. Ich will auf schnellstem Weg zu den Bulbobäumen. Oder Knollenbäumen. Soll ich schwimmen? Bin ich ja schnell genug? Ich habe ein Seaglide. Egal. Jetzt habe ich schon entschieden, was passiert. Langsamer, immer durstiger werde. Mich dürstet. Mich dürstet. Gasse her, dürstet es mich. Nach dem Blutunschuldiger. Denn es ist Montag. Montags werden die Unschuldigen geopfert. Ich mache die Regeln nicht, ich halte mich nur dran. Aber damit kann ich die Aufnahme auch stoppen, weil das war ja nur ein kleines, ich will nicht sagen Highlight-Video, sondern einfach nur ein Important Story-Detail-Video, das ich später hochlade und dann verlinke, damit die Leute, die dann später einschalten, wissen, was los ist, dann können sie sich das schnell angucken. Danke für die Aufmerksamkeit, wir sehen uns im Stream oder auf YouTube. Baba!